So, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Das ist Benjamin Trenkel, ich bin Nadja Lamisch. Wir sind ein kleiner Teil des Backend 4 Template-Teams. Der Rest, der hier am Joomla Day Wien ist, sitzt da. Bitte mal, wenn ihr schon alle so schön hier seid. Genau, und wir möchten euch kurz den aktuellen Stand zeigen, den wir jetzt die letzten Monate so umgesetzt haben. Ich weiß nicht, wer von euch sich Joomla 4 schon mal angeschaut hat. Und teilweise war es ja heute auch schon im einen oder anderen Vortrag so ein bisschen drin, auch wie im Moment das Backend-Template aussieht. Hier seht ihr ein Nightly-Build vom 23.03., also vom letzten Wochenende. So, wenn ihr euch die runterladet und installiert, so sieht es im Moment noch aus. Also hier einmal das Login im Moment und das, dann das Dashboard. Das ist ein bisschen klein auf der nächsten Folie. Sehen wir es hier nochmal ein bisschen größer. Einfach, dass ihr mal so kurz im Blick habt, wie es denn im Moment gerade noch aussieht, damit ihr einen Vergleich habt zu dem, wie es dann aussehen wird, was wir jetzt eben geändert haben. Ja, und dann geht's eigentlich auch schon gleich mit der Live-Session los. So, wenn wir den Installer durchlaufen haben lassen, dann sieht das neue Login so aus. Da sieht man schon gewisse Unterschiede. Man sieht zum Beispiel hier, weiß nicht, sieht man das? Man hört da oben, genau. Nein, ein bisschen runter sieht man Backend-Template. Das heißt, das ist der Name, den ich für meine Seite vergeben habe, kann drunter auch gleich direkt zur Webseite springen. Hab hier unten genau diesen Need Support Bereich, das ist ein Modul. Dort sind standardmäßig eben diese Links schon hinterlegt. Ich kann das aber natürlich abändern, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich mache mein Logo rein, ich mache meine Kontaktdaten dort rein, dass mein Kunde immer sofort sieht, wie er mich erreichen kann, falls er irgendein Problem hat. Genau, was auch Neues ist, was auch George heute Morgen schon erwähnt hat, ist, dass ich habe vergessen, wie mein Passwort ist. Was mache ich jetzt? Genau, gibt es einen Link, also wie man dort Hilfe bekommt. Genau, da ist eine Anleitung, was ich denn dann tun kann, um mein Passwort wieder zu bekommen. Ja, und dann loggen wir uns doch mal ein. Dann haben wir einen schönen neuen Fade-Effekt und sehen das neue Dashboard. Hier oben im Bereich sehen wir viele neue Icons und bekommen einfach einen Kurzüberblick so über unsere Seite. Wie viele User haben wir? Wie viele Menüpunkte haben wir? Wie viele Plugins, Module und so weiter? Einfach schön kurz übersichtlich. Ja. Kann man den Text markieren und rauskopieren? Welchen Text meinst du denn? Ja, das ist ganz normaler Text. Den kann ich auch ganz normal kopieren. Also das sind keine Bilder oder so, falls du das... JavaScript kann man das ja blocken. Nein, ist nicht geblockt. Nein. Also hat man, hast du gesehen gerade? Also man kann es ganz normal markieren. Ich habe bei einigen Bereichen auch unten eben gleich nochmal dieses Plus wie Plus User, Plus Menü Item. Wenn ich dort draufklicke, komme ich sofort wirklich dorthin, um einen neuen Menüpunkt anzulegen, einen neuen User anzulegen. Also ich komme ganz schnell dorthin, was ich machen möchte oder was ich vermutlich öfter mal brauchen werde. Finde ich dort gleich auf einen Klick. Genau, weiter unten haben wir einen neuen Bereich, der nennt sich Add Modul. Wenn ich dort draufklicke, kann ich mir meine eigenen Module noch hinzufügen.
Das kann jetzt zum Beispiel bei Custom sein, was weiß ich, ich möchte nochmal meinem Kunden zur Verfügung stellen, meine Telefonnummer und meine Kontaktdaten, dass er mich da sofort erreichen kann, falls er irgendwas nicht mehr weiß oder irgendwas nicht mehr funktioniert, kann das dort hineinsetzen. Es wird automatisch die Position richtig ausgewählt und kann das dann speichern. Man kann auch irgendwas eintragen erstmal. Genau. Und habe dann hier mein Modul, das ich hinzugefügt habe, da mit drauf. Dann das, was? Dann, wie ihr seht, ist das Menü von oben nach links gewandert und hat sich auch ein bisschen verändert. Es hat zum einen Icons bekommen und zum anderen, wo der Benjamin gerade drüber ist, hat es eine neue Funktionalität bekommen. Wenn wir da draufklicken, landen wir auf ganz neuen Dashboards, die es pro Menüpunkt gibt oder geben kann. Das heißt, wenn ich eine Komponente selbst erstelle, kann ich dafür auch eigene Dashboards bauen und dort implementieren. Also, weiß nicht, hat es jeder gehört, 2 Zeilen XML. Also es geht super einfach, dass ich wirklich, wenn ich eine Komponente habe und die installiert ist, dass ich dann einfach nochmal dafür speziell ein Dashboard haben kann. Genau, auch dort habe ich einfach nochmal im Überblick, was einfach für diesen Punkt gerade relevant ist, wichtig ist, nochmal auch die Menüpunkte als Links. Ich habe, wenn ich jetzt hier bei Content bin, zum Beispiel neben dem Articles nochmal ein kleines Plus. Wenn ich da drauf gehe, dann bin ich wirklich wieder sofort in meinem Artikel erstellen. Das heißt, ich kann auch dort mir wieder ein paar Klicks sparen. Und bin sofort da, okay, und kann mir schnell einen neuen Artikel anlegen. Das gibt nicht nur jetzt für neue Artikel, das gibt es auch für neue User und noch ein paar Punkte. Genau, dann seht ihr vielleicht schon eine andere Neuerung, die es gibt. Und zwar haben wir jetzt hier unten die Tab-Liste. Und die ist fixiert. Das heißt, die scrollt mir nicht weg, sondern sie ist fixiert und ich kann einfach ganz schnell meine Tabs wechseln. Genau. So, dann gehen wir in mobile Version oder habe ich was übersehen? Ja, 2 Sachen noch. System. Es gibt diesen, in Joomla 4 gibt es neu ein System und Systembereich, der früher hart verteilt war. Mittlerweile kann man den über den Menümanager pflegen. Und man kann auch die ganzen Submenüs, die hier sind, das hier, kann man alles über den Menümanager pflegen im Backend. Also man kann echt für den Kunden jede Kleinigkeit pflegen und aktivieren, deaktivieren. Das gleiche auch für die Icons hier auf der Startseite. Alle einzeln deaktivierbar, aktivierbar oder per Plugin eigene Icons dazu packen. Oder Module oder was auch immer. Genau, also die Icons und so sind über Plugin aktivierbar, deaktivierbar. Dann auf den Dashboard, auf dem System, das ist nicht mehr hart verdrahtet wie früher, sondern man kann es über Menüs selbst zusammenbauen, wie man möchte, wie man es braucht und eben auch dann für die Kunden dementsprechend anpassen. Genau. Und da gibt es auch Presets, also ihr braucht es gar nicht, passt nur, wenn ihr wollt, aber gibt einfach Da habt ihr jetzt beim Aufklappen vielleicht auch gesehen, da gibt es noch mehrere C-Panels, das sind dann die verschiedenen Dashboards, wo ich also auch genauso die extra Module noch hinzufügen kann. Genau, kann man hier
Preset wählen. Entsprechend gibt es verschiedene. Oder man baut sich ein eigenes Backend-Menü, das erscheint dann hier in dem Dropdown und dann hat das Backend-Menü. Gut, dann danken wir responsive, oder? Dann zeigen wir euch, wie die Seite mobil aussehen wird oder aussieht. Es wandern aus dem Header-Bereich, wandert ein Teil hier nach unten. Ich habe hier weiterhin meinen User, ich habe weiterhin das Icon, wo ich direkt zur Seite springe und sehe nach wie vor meine Version von Joomla. Und ihr seht, links ist mein Menü verschwunden. Und das befindet sich jetzt hinter diesem hellblauen Button. Und habe dann genauso mein Menü, das vorher eben links war, habe das jetzt unten, dass ich einfach raus und runter fahren kann. Genau, dann gehen wir da mal in eine Seite rein, oder? Was? Welche? Egal, Artikel, irgendwas, ist egal. Genau, also auch das ist dann so, dass man, dass zum Beispiel die Tabellen werden gekürzt, da wird nicht mehr alles dargestellt, dass es also wirklich auch mobil vernünftig zu bedienen ist und anzusehen ist. Wir haben hier oben zum Beispiel die Toolbar. Damit kann ich meine Icons oben ein- und ausblenden, so dass ich mir auch wieder etwas Platz schaffen kann, indem ich sie einfach einklappe und dann nicht wieder ewig lang scrollen muss. Dann gehen wir in die Options. Bei den Options habe ich zum Beispiel eben hier noch links diese dritte Menüebene, die hier bisher auch schon links immer war. Auch die kann ich mir einfach zusammenklappen, weil das ist, je nachdem wo ich bin, ja auch noch eine recht lange Liste. Und die kann ich mir ebenfalls zusammenklappen, um dann einfach schneller hier unten bei meinen eigentlichen Funktionalitäten zu sein. Genau. Und dann machen wir es wieder groß. Oder wolltest du noch was? Was wolltest du noch zeigen? Wo haben wir haben irgendwo ein Beispiel mit dem Akkordeon. Ich glaube, ich bin wo. Bei den bei den Permissions, oder? Genau, also wenn man irgendwo Tabs hat, egal ob das jetzt bei den Permissions ist oder eben beim Beitrag erstellen, werden die Tabs mobil eben zu einem Akkordeon. Sonst die Permissions müssten auch so sein. Genau da. Permissions ein bisschen drüber. Doch, gehen wir weiter runter. Wieso werden die jetzt nicht mobil? Ich habe es kaputt gemacht. Ja. Also normalerweise habe ich dann eben nicht mehr links das Auswahlfeld, sondern eben unten drunter habe ich ganz normal mein Akkordeon. Genau, dann gehen wir. Was wolltest du zeigen? Achso. Jetzt hier. Genau. Also ich habe hier meine Tabs, wo ich dann eben mir das einfach schön auf und zu machen kann, dass es einfach übersichtlicher ist und ich nicht einfach ewig lang scrollen muss und einfach schnell auch zu den Inhalten kommen, wo ich jetzt gerade was ändern möchte. Gut, dann bräuchten wir wieder die große Ansicht. Oder wolltest du mobil noch was zeigen? Dann gehen wir nochmal auf System. Und gehen hier in unsere Administrator-Template-Styles. Dann möchten wir euch noch etwas zeigen. Ich weiß nicht, wer von euch hat denn bisher sein Backend-Template farblich oder so angepasst? Hat es irgendjemand gemacht? Ja, doch ein paar. Das ist weiterhin geblieben und es ist ein bisschen erweitert worden. Und das möchten wir euch jetzt kurz zeigen. Also, ihr könnt verschiedene Farben
Genau, wir haben was vorbereitet. Zum einen hatten wir jetzt links unsere Sidebar mit dem Menü in dem Dunkelblau. Das ist praktisch die Dark Background Color. Dann gibt es eine Light Background Color, das ist dieses helle Grau gewesen, das wir im Content-Bereich sehen. Dann haben wir den Dark Text, der wird auf dem hellen Hintergrund dargestellt und der Light Text auf dem dunklen Hintergrund. Ich kann meine Linkfarbe auswählen. Dann gibt es eine Special Color. Ihr habt gesehen, zum Beispiel der Header hat so ein dunkles Blau und das tritt an manchen anderen Stellen auch noch auf. Die kann ich mir definieren und ich kann meine Kontrastfarbe definieren. Beim Menü habt ihr, wenn ihr euch erinnert, wenn wir zum Beispiel über die Dashboard-Icon drüber gegangen ist, dann ist das in so einem Türkis erschienen. Diese Farbe kann ich mir auch als Kontrastfarbe eben definieren. So, jetzt haben wir ein paar andere Farben eingestellt und wie ihr seht, wir haben ein Grün angegeben, das wir gerne hätten, als unser dunkle Hintergrundfarbe. Und wie ihr seht, haben wir hier trotzdem verschiedene Grüntöne. Die werden automatisch berechnet. Nach HSL und dann werden die Sättigung und der Hue wird nicht geändert, die Sättigung wird und die Lightness wird geändert. Also das Farbsystem ist noch ein bisschen im Feintuning, das sollte in der nächsten Woche fertig werden und die Farbverschiebung wird voraussichtlich nach Luminosity verschoben. Wichtig ist, dass barrierefreie, also Kontrastfarben entstehen, die immer genügend Kontrast bieten. Also das war halt so der Hintergedanke oder die Schwierigkeit dabei, dass das wirklich immer Accessibility erfüllt. Also das heißt, diese Berechnungen, die dahinter sind, sind nicht einfach irgendwas, weil uns die Farben so gut gefallen haben, sondern die sind wirklich speziell darauf berechnet. Und deswegen wird sich da auch nochmal ein bisschen was ändern. Genau, und schon habe ich mein Backend-Template in meinen Farben, so wie ich es möchte, beziehungsweise wie es den Firmenfarben entspricht oder sowas. Wenn wir nochmal in die Settings gehen, wir haben noch was zum Ändern. Man kann nicht nur die Farben ändern, sondern wenn wir jetzt auf Image-Settings gehen, hat man die Möglichkeit, ein großes und ein kleines Logo hochzuladen. Warum ein großes und ein kleines Logo? Ihr habt hier oben, seht ihr das Joomla-Logo und daneben, genau, jetzt seht ihr nur das kleine Joomla-Logo und jetzt seht ihr daneben noch den Text mit Joomla. Das ist das große und das kleine Logo, was ich mir dort hochladen kann, um dann auch nochmal zusätzlich das Backend zu individualisieren. Möchtest du es noch holen? Ja. Das kannst du genauso hochladen oder ändern wie bisher. Nein, bis jetzt nicht. Das könnte man, aber bisher ist es noch nicht so. Bisher änderst du es wie bisher auch. Genau, also. Aber. Das könnte man natürlich so dann verwenden, ja. Genau. Das war es soweit, was wir euch erstmal zeigen wollten. Habt ihr irgendwelche Fragen noch? Ein paar kamen ja schon dazwischen, aber habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr wissen wollt? Oder gibt es irgendwas Spezielles, was ihr noch sehen möchtet? Gucken und damit rumspielen. Ja, kommt gleich. kann man. Genau, also ihr könnt es euch hier runterladen, ausprobieren, anschauen, testen. Da heißt Release. Und es gibt ein 4.0 Dev und ein paar Testbranches für uns. Der Release ist immer der theoretisch stabile Stand. Über den Release seht ihr das, wenn ihr den... Nein, im Release nicht.
eine Arbeit dieses tollen Teams nicht zur Geltung. Bist du Teil des Teams? Ja. Zum Teil. Genau. Ja, wenn ihr keine weiteren Fragen mehr habt, wollt ihr noch irgendwas sehen? Nein, auch nicht. Jo, gut. Gut, dann dann möchte ich noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Zum einen, wie ihr ja heute Morgen schon gehört habt, soll im Herbst die Vierer-Version erscheinen. Dazu gehört natürlich noch weiterhin viel Testen und so weiter. Deswegen gibt es ein Pizza, Bugs & Fun am 19.10. weltweit. Wien ist, glaube ich, auch dabei, gell? Genau. Und auf den Joomla Day Deutschland, der in Gießen stattfinden wird im September. Ja, dann vielen Dank und viel Spaß.